Okay, das auch wieder auf Gold. Das Einzige, das wir auf Silber haben heute, ist das hier. Also gut, den Turm der Einsamkeit wissen wir jetzt noch nicht. Das sieht auch noch ziemlich eklig aus. Aber auch hier war es ja ganz knapp mit Gold, muss ich ja sagen. Schauen wir uns hier mal durch. Turm der Einsamkeit, wir haben blaue, rote Blüten und Steinblüten. Oh Gott, und viele Punktkäfer und sowas. Das wird, glaube ich, richtig eklig. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das laufen wird. Na gut. Oh Gott, ich spawn ja gleich direkt neben Punktkäfer. Okay. Dorthin sind noch. Okay. Dort sind Steinblüten. Boah. Oh, das ist super wichtig, die ganz mal zu erledigen. Ja, okay. Ich sehe schon. Und dort unten sind hoffentlich auch dann ein paar Bomben. Haben wir sonst noch einfach zu erreichende Bomben? Dort können wir die auch nochmal alle erledigen. Dafür brauchen wir halt auch die beiden Punktkäfer tot. Dann rollt es da rein wahrscheinlich. Boah. Wenn ich Steine am Anfang schon hätte, dann wäre das gar kein Problem. Also nicht das Problem, sagen wir es so. Ich bin halt überall von Punktkäfern umzingelt, die ich so jetzt mit der Ausstattung ungern besiegen will. Was bedeutet denn das mit 20? Was auch immer das ist. Kenne ich jetzt so gar nicht. Gute Frage. Das Ding dort oben, kann ich das besiegen? Schwer, ne? Ich habe auch nichts, um die Pikmin irgendwo hinzubringen, nicht wahr? Also ich habe keine Heimatbasis. Das heißt, das sind alle Pikmin, die ich habe. Boah, das ist gemein. Oh nein, Punkt Bär. Aber für den habe ich Bomben. Für den habe ich bestimmt irgendwo Bomben. Ich kann mich, glaube ich, mal dort hinten hinschleichen. Geht das? Wenn ich die alle dort rein, dann sind sie erstmal sicher. Du hast echt noch eins gefressen, die hast du nicht. Wie jetzt dort vorkämpft. Oh Gott, das ist überhaupt nicht gut, was da gerade eben passiert. Na gut, es sind Bomben. Das ist bloß ein riesengroßes Problem. Ja, weil ich sie halt nicht sofort rufen kann. Okay. Ah ja, so ist das. Die verschwinden dann tatsächlich. Okay, das ist eine interessante Karte, muss ich sagen. Weil ich halt nichts mitnehmen kann. So, und tschüss. Boom. Sehr schön. Ob das für den jetzt so richtig oder wichtig war, keine Ahnung. Wo haben wir denn Brittany? Hier. Hat die auch irgendwelche Bomben? Weil ohne Bomben will ich die Viecher halt fast schon nicht erledigen. Kann ich fast schon nicht, würde ich sagen. Ich habe aber auch das dumpfe Gefühl, dass ich hier kein Pikmin verlieren darf. Also zumindest sehr wenige bloß. Okay. Weil es ansonsten auch für diese Dings nicht reicht. Hier habe ich bis jetzt mal keins verloren. Das ist schon mal eine gute Sache. Du bist weg. Schade. Was mache ich denn jetzt hier oben? Das kann ich nicht machen. Ja, die beiden kleinen kann ich erledigen und die dann in rote. Aber dann habe ich halt für das da im Wasser nichts mehr. Ich glaube, ich werde die brauchen. Zumindest fünfmal. Na gut, den Rest kann ich mal dort rüber. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich da keine verbrauchen darf. Wobei das natürlich schon richtig fies wäre. Oh. Wieso wurde der eine denn nicht getötet? Okay, jetzt. Ah. Keine Pikmin mehr. Ich habe jetzt eine extrem niedrige Anzahl an Pikmin. Nur zur Verfügung. Da brauche ich eigentlich gar nicht durch, weil dafür brauche ich ja bloß 20 Pikmin. Und dann hätte ich das. Das heißt, ich hole mir hier mal die letzten 5. Das ist doch kein Zufall, dass das immer so passt. Okay, ich habe schon Bronze. Das ist mir doch ganz recht. Also ja, ihr. Okay. Wo führt denn das hin? Das führt hier so in die Gegend, okay. Das führt hier in die Gegend. Wir müssen aber erstmal dort hoch, um die Pikmin zu bekommen.
Das heißt, ich vereine mich mal. Wobei das ja nicht reicht, weil wir bloß 18 jetzt bloß noch haben. Okay. Wir können das einmal aufmachen. Oh Gott. Die Zeit ist fast schon vorbei. Ah, das Ei war schon mal gar nicht schlecht. Und dorthin die Bomben brauchen wir ja definitiv. Das ist wichtig. Das ist super, super wichtig. Für die Punktkäfer dort unten am besten wohl. Oder? Nee, für den Punkt Bär, ja. Für den Punkt Bär ist es wohl wichtiger. Irgendwie, ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich ziemlich langsam bin. Na, also mit Roten geht das doch schon mal ziemlich gut. Sehr schön. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist der Punkt Bär? Der ist dort ganz oben, okay. Wir haben also hier noch ein bisschen Zeit. Okay, sehr gut. Nein. Finde ich aber ganz schön, so eine Karte, wo man mal nichts nach Hause tragen muss. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Gefällt mir soweit. Ja, Punkte bekommen wir auch gut. Sobald wir dann mal 20 zusammen haben, können wir auch die ganzen Steine schieben. Dadurch wird das dann auch deutlich leichter gehen. Da ist er schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Perfekt. Das tötet ihn einfach nicht. Es tötet ihn einfach nicht. Eine Bombe tötet ihn einfach nicht. Wow, krass. Der muss die Bombe vielleicht fressen. Vielleicht ist es das. Ja, der braucht nämlich 3. Ich weiß jetzt aber, wie gesagt, nicht, wie es ist, wenn er die Bombe frisst. Wenn man bloß blöd dasteht. Okay. Wir haben da mal 70 Punkte bekommen. Ah, aber jetzt haben wir bloß noch eine Bombe. Und dort oben sind definitiv 2 Punktkäfer. Und ich weiß nicht, wie stark die reagieren auf Bomben. Beziehungsweise muss ich, glaube ich, dafür erstmal die Wand frei machen. Oh Gott, hi Pikmin. Ich würde das mal probieren, wenn er das frisst. Was dann passiert. Aber hier Gold scheint nicht das Schlimmste zu sein. Ja, leider ist hier nochmal so eine Wand. Schade. Weil dort oben wären die Pikmin. Die können wir dann in Steine umwandeln. Ach, das ist sogar bloß einer. Ich dachte, das wären 2. Weil hier der Stein... Ich darf am Anfang keine Pikmin verlieren. Dann geht das. Die beiden Orangen bräuchten aber theoretisch auch nochmal Bomben. Da reicht eine Bombe, würde ich sagen. Um alle 3 zu erledigen. Das gibt dann massiv Punkte. Könnte ich sogar die eine Bombe mitnehmen. Mal sehen, ob das noch reicht. Eher als dort jetzt hochzugehen. Ach so, nicht weil ich... Ja, okay, klar. Verdammt. Ich dachte, das geht, weil ich dort hinten rauskomme. Tue ich aber gar nicht. Okay, schade. Schade drum. Dann passt das wohl nicht. Das Tor geht aber auch nicht mehr auf in 40 Sekunden, oder? Vielleicht schon. Vielleicht bekommen wir dann gleich noch Silber. Sieht aber wohl schlecht aus, weil ich schon einige Pikmin verloren habe. Ich glaube, das darf ich nicht. Ich glaube, ich darf hier keine Pikmin verlieren. Noch ein bisschen. Können es ranwerfen. Wenn es jetzt nicht gleich aufgeht, dann werfe ich es ran. Okay. Boom. Yes, okay, es reicht. Es reicht leider nicht für Gold. Für Silber. Es reicht, um so einen Punktkäfer zu töten. Okay, okay. Interessante Sachen. Sehr, sehr interessante Sachen. Da muss ich jetzt echt mal schauen, wie ich das mache. Bronze haben wir beinahe Silber. Wir bekommen da aber auf jeden Fall mehr. Wenn wir nämlich schon mal den einen Stein dort runterrollen können, dann bekommen wir so viel mehr davon. Und dort unten sind noch mehr Bomben, stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. 5,55. Das ist auch so eine blöde Zeit. Wieso nicht 6 Minuten? Das wäre doch netter gewesen, oder? Einfach mir 6 Minuten geben. Der sollte vielleicht diesmal nicht einfach vor diesem Loch campen. Wie lange verfolgt er mich? Oh Gott. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt verfolgt er mich. Ich darf halt, wie gesagt, echt keinen Pikmin. Oh, er verfolgt mich immer noch. Der Schlabberpunktkäfer jetzt auch. Ah, das ist schon mal ein sehr blöder Anfang. Muss ich sagen.
Das Doppel-K.O. war gerade eben sehr cool. Aber der Rest gefällt mir gerade nicht so. Wo schläft denn der jetzt? Okay, nicht vor dem Loch. Das ist schon mal einfach bloß die Hauptsache. So, hier schleiche ich mich einfach vorbei. Das kann ich ja leider nicht. Oh nein. Oh, bitte geh da jetzt nicht drüber. Ich habe ein sehr, sehr großes Problem, wenn er da jetzt einfach so drüber geht. Oh Gott. Ah, komm, nein, 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 nein. Oh, er hat eins gefressen. Das kann ich... Ich kann es eigentlich nicht. Dann bin ich zu langsam. Das muss echt perfekt laufen. Und das ist richtig, richtig eklig. Weil die Monster... Also die Punktkäfer stehen halt schon ziemlich eklig. Meine Güte. Keine Ahnung, wie ich das gescheit machen soll. Okay, wir probieren es nochmal. Kann ich irgendwie hier vorbei, ohne den zu wecken? Nee, kann ich nicht. Du verfolgst mich aber halt bis hierhin. Und sogar noch weiter. Das ist halt echt blöd, dass er einen so ewig weit verfolgt. Ah, nein, 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 nein. Das ist so eklig, diese doppelten Punktkäfer immer. Okay. Das ging. Nee, wieso verfolgst du mich denn schon wieder? Die drei sind halt echt eklig. Okay, und du. Nein, wieso habe ich denn die ganze Zeit daneben geworfen? Hat's eins gefressen? Ja. Ach. Ich muss die einfach bloß gescheit hinzielen. Also es geht irgendwie gerade nicht. Oh je. Das rote Zeug. Wofür brauche ich denn das rote Zeug? Das ist die nächste Sache. Um mit den Steinen dann später die restlichen Punktkäfer zu erledigen. Das wird's wohl sein. So, gleich hier rum. Die ignorieren, die ignorieren. Passt alles. Die beiden erledigen. Wie es einfach manchmal nicht funktioniert, sie zu treffen. Und ich muss sie treffen, weil ansonsten bin ich einfach zu langsam. Weil ich wenigstens eine Kugel mal loswerden muss, um die Punkte zu kassieren. Ich ziele gar nicht auf Platin. Aber selbst mit Platin brauche ich das. Also, und für Gold wird es wohl wichtig sein. Es ist nur halt sehr, sehr eklig, mit so wenigen Pikmin die Kleinen zu treffen. Und halt so präzise, dass nichts draufgehen darf. Da wären 5 zu viel auch ganz nett gewesen. Okay, oh nein, natürlich bist du genau dort. Ach, was ist das denn? Du gehst immer noch dort entlang. Jetzt pennt er wahrscheinlich gleich dort. Das kann ich fast schon vergessen. Weil ich jetzt sonst irgendwo bin. Komm schon, wach nicht auf. Ach. Wie weit verfolgst du mich jetzt? Oh Gott, gar nicht gut. So, okay. Ach, du verfolgst mich immer noch. Wieso hat er denn da... Wieso ist es denn da nicht schlafen gegangen? Weißt du, das ist halt... Das ist halt so eine Sache, wo ich dann halt überhaupt nicht steuern kann, wie das Vieh sich verhält. Beziehungsweise was da jetzt dann bei rauskommt. Okay, jetzt pennt er dort. Na also, ich habe bloß ewig viel Zeit damit verschwendet. Und ich muss hier weiter aus dem Nomen laufen, wobei er erwischt mich ja nicht. Okay, das hat funktioniert. Keins ist gestorben. Sehr schön. Oh, Mann. Pflücken. Ihr habt die Bomben, das ist sehr gut. Und der Orangen ist irgendwie immer noch auf Trab. Nö. Nein, er... Toll. Jetzt kann ich es doch schon wieder vergessen. Ah, zumindest, ich will halt die eine Kugel dort runterwerfen. Und dafür brauche ich das halt. Ich glaube, das ist auch die richtige Sache, das zu machen, dass ich halt die 20 dann vereine, um dann die Kugel runterzuhauen.
Die zweite Kugel ist dort unten. Wie komme ich denn da gescheit dann ran? Damit komme ich dann... Nee. Oh Gott, da komme ich ja gar nicht gescheit hin. Das ist ja das Problem. Nee, gar nicht. Ich komme ja bloß über den Weg. Und da sind dann theoretisch alle Kugeln schon kaputt. Oder alle Viecher schon kaputt. Die muss ich dann alle töten, bis ich dort überhaupt hinkomme. Das ist ja merkwürdig, weil das... Nee, das ist kein One-Way. Das heißt, ich kann von dort an hier rein. Ja, okay, das geht. Dort rein und dann die kaputt machen. Ja, okay. Das passt. Dafür wäre dann Rot oder Bomben ganz cool. Bomben wären eigentlich super dafür. Müssen wir echt mal schauen. Aber ich würde ganz gerne so früh wie möglich die oberen befreien. Sobald wir das dann haben, aber die erste Kugel wäre halt wichtig. Wobei ich nicht weiß, wie wichtig. Eins haben wir schon mal erledigt. Oh Gott. Jetzt verfolgt mich ja grundsätzlich gar nichts mehr, Gott. Ich würde halt ganz gerne die Viecher erledigen, damit ich ja so ein bisschen Spielraum habe. Okay. Wenn der halt nicht sofort wieder nach hinten kommt hier. Oh doch, tut er. Na toll. Kann ich dich jetzt hier so ein bisschen weglocken, weil du bist gerade nicht auf meine Pikmin fixiert. Ich weiß nur nicht, was dann gleich passiert. Ich kann zumindest die anderen Pikmin gerade nicht bedienen. Oder nicht steuern. Oh Mann, ist das eklig. Und wenn der Orangen sich halt nicht mehr schlafen legt, dann habe ich da auch keine große Chance mehr. Wo ist er jetzt? Dort hinten. Okay, sehr schön. Er tut es. Da muss ich aber auf jeden Fall genügend Zeit haben, oder? Es kann nicht sein, dass das dann auch noch knappe Zeit hat. Weil das ist ja einfach nur eklig. Und weg, Pikmin. Danke. Boom. Sehr schön. Jetzt kümmere ich mich gar nicht um die anderen. Verdammt. Aber egal. Die können ja währenddessen schon mal das Tor einreißen. Genau. Das geht. Es soll deshalb bloß nicht passieren, dass dort unten ein Todesfall passiert. Ansonsten haben wir wieder ein Problem. Das heißt, ihr reißt das Tor jetzt schon mal ein. Na, beziehungsweise ihr könnt auch schon mal Rote werden. Das ist genauso möglich. Okay, und ihr jetzt? Kein Blödsinn machen jetzt. Ich hätte ganz gerne die Steine. Vielleicht sollte ich sie auch gar nicht umwandeln jetzt schon. Auch eine Möglichkeit. Nein, wieso treffen die denn nicht? Nein, ich habe nicht getroffen. Oh Gott, das war so knapp. Ich habe keins verloren. Nee, ich habe keins verloren. Wow. Okay, das war ja richtig knapp. Oh je. Du hast die. Du hast die. Die hier können wir schon holen. Ja, wo werfe ich die denn hin? Beziehungsweise wir holen uns erstmal die da. Immer wieder schön, dass man rote Punktkäfer einfach so nicht unbedingt austricksen kann, aber einfach an ihnen vorbeilaufen kann. So. Tor. Angriff. Okay. Ihr könnt euch die Eier noch holen. Komm schon, helft mit. Oh, nochmal ein rotes. Interessant. So viel Rot. Boah, schon die Hälfte der Zeit halt vorbei. Wir haben hier jetzt alle 10. Sobald wir das Tor dann eingerissen haben, können wir dann die Kugel mal kurz runterstoßen. Nee, das darf ich nicht tun. Wenn ich die Kugel sofort runterstoßen will, dann darf ich das nicht tun. Okay, die Steine sind, perfekt. Also die Roten sind schon fertig. Ich habe nicht das Gefühl, dass das gut läuft gerade eben. Ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher, wie ich diese Mission dann gescheit machen soll. So, das soll doch jetzt mal massiv Punkte geben, oder? Ja, wunderschön. Guck mal. Okay. Sammel das ein. Wunderbar. Komm mal mit, dann gehen wir einfach gar nicht nach oben gerade eben, sondern probieren hier nochmal unser Glück. Das hilft auf jeden Fall auch schon mal. Klar, der Dings bringt mehr. Ist da jetzt alles tot? Ja, dort ist alles tot. Okay, ich brauche aber definitiv dort alles. Die beiden Steinbomben. Nein, was? Hä?
Wieso hat er das denn jetzt gemacht? Hä? Er hat die Bombe noch nie dorthin gelegt. Ah, wir können uns Silber holen. Das war's dann sowieso. Oh Mann. Hä? Ich hab aber noch irgendwie... Ich hab noch eine Bombe. Okay, ja. Oh, wie dumm war das denn? Oh, er ist aufgewacht. Oh, alle drei sind aufgewacht. Hi, guck mal, eine Bombe. Wow. Genau das muss man halt tun. Das gibt dann halt die massiven Punkte. Aber dafür brauche ich halt alle Pikmin. Ach, Mann. Na gut, wir können doch versuchen, irgendwie in Richtung Gold zu gehen. Aber grundlegend wäre ich ja jetzt... Wie rum? Hä? Ah doch, hier hoch, genau. Wäre ich jetzt hier hochgegangen. Das bringt mir jetzt ja gar nichts mehr. Vor allem der pennt da jetzt. Das ist echt blöd. Den darf ich auch nicht wecken. Wobei, den hätte ich jetzt mit dem... Ja, ich hätte noch eine Bombe gehabt, stimmt. Und eine andere dort unten noch. Also der Weg geht auch schon. Und dort hinten ist Gold. Das heißt, wenn ich hier die ganzen Viecher noch plätte, habe ich ja beinahe schon Gold. Plus die beiden dort oben. Das heißt, ich bekomme Gold, ohne dass ich dort oben hingehe. Oder? Das müsste doch reichen. Ja, aber so wichtig ist der Stein gar nicht. Weil ich auch hier ziemlich schnell die Viecher erledige. Und wenn ich jetzt die beiden hier voll getötet hätte, dann wäre das sicher Gold. Den bekomme ich sogar fast schon mit 7 Steinen. Weil die Steine einfach immer zu weit fliegen. Okay. Das probieren wir nochmal. Ja gut, die Wand hat es halt schon schnell aufgesprengt. Das kann ich sogar tun, stimmt. Das mache ich auch so. Okay, ich habe eine Strategie. Ich habe eine Strategie. Und zwar werfe ich da eine Bombe hin und hole mir dann einfach die anderen von dort unten. Das geht also schon. Okay. Dann muss ich fast schon die Wand... Ja, die Wand kann ich einreißen, während die anderen Pikmin kommen. Aber grundlegend ist es dann gar nicht so wichtig. Kann ich da nicht sogar die anderen holen? Wo kommen denn die anderen her? Wo ist der große Punktkäfer? Dort. Und dort ist das Dings. Das heißt, die kommen hier rein? Ja, ja, doch. Dann mache ich das so. Dann mache ich das mal andersrum. Den darf ich jetzt halt nur nicht wecken. Komm schon. Okay, passt. Gut. Dann mache ich das einfach mal andersrum. Weil das überrascht mich gerade eben, dass dieser ganze Punktkäferbereich... überhaupt nicht notwendig ist. Nein. Ach, weil ich halt nicht treffe. Weil da immer so viele Sachen sind, dass ich den Punktkäfer gar nicht mehr sehe. Und Anvisieren braucht zu lang. Ach, so ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Na gut, schauen wir mal. Okay. Wir wechseln gleich wieder. Das kriegen wir schon hin. Auf Gold kriegen wir das auf jeden Fall. Weil das war ja gerade eben so kurz vor Gold. Und wir haben ja alles verloren. Also das Spiel hat uns ja alles genommen, so muss man sagen. Diese kleinen Punktkäfer, die gehen mir so auf die Nerven. Wenn sie so ein bisschen auseinander sind, dann geht das. Und wenn sie halt so nah beieinander sind, dann ist das echt fies. Okay. Das war knapp. Das wäre beinahe schief gegangen. So, dort oben kann ich ja gerade gar nichts tun. Das ist ein bisschen blöd. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sinnvoll ist, das jetzt so zu tun. Brauche ich da überhaupt das Rot dann? Grundlegend eigentlich mal nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal ohne die Dings, ohne die... die Sachen hier. Oh Gott. Klar, die sind ja jetzt da. Ah, die Steine fliegen jetzt anders. Okay, das hat aber trotzdem gepasst. Oh, nein, 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 nein. Wie lang... Okay. Du verfolgst mich aber zum Glück nicht so weit. Okay. Da jetzt ganz schnell rein und das Vieh erledigen. Dann kann ich mal mit dem Blauen agieren. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Bisschen schneller, bitte.
Das ist aber auf jeden Fall mal ein bisschen sicherer und ich denke schneller. Schauen wir mal, inwiefern das schneller ist. Bombe Nummer 1. Und boom. Bombe Nummer 2 ist ein bisschen fieser. Weil das halt an das Ding ran muss, ohne dass das Pikmin stirbt. Sollte passen. Sehr schön. Okay. Muss ich euch jetzt überhaupt in Rote verwandeln? Eigentlich wäre es sinnvoller, oder? Okay. Das und das. So, wir pflücken die kurz. So viel Zeit muss sein, oder? Ich meine, wir müssen eh bloß bis dort nach unten für Gold. Das ist es ja. Sehr schön, Alf, habe ich mitgeworfen. Das war eigentlich nicht gewollt, aber perfekt ausgeführt trotzdem. Die Bomben brauchen wir. Aber wenn sie uns das letzte Mal getötet haben, sehr wichtig. Ja gut, Rote können das natürlich auch mitnehmen. Ist mir eigentlich egal. Nein, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ach, letztes Mal habe ich noch dran gedacht. Na gut, wir probieren es mal. Vielleicht geht's auch so. Sehr schön. Ein paar überleben immer. Aber das große Ding überlebt halt nicht und das ist wichtig. Das große Ding überlebt nicht und die Mauer ist halt eingerissen. Beides sehr wichtige Sachen. So, alle dort rein und bitte 3 Bomben. 3 wären jetzt echt wichtig. Wobei, ich weiß gar nicht, ob 3 auch, 3 überhaupt helfen würden. Schauen wir gleich mal. Es könnte reichen. 1. 2. Ja. Plus 2. Ich habe halt 2 verschwendet. Wir schauen trotzdem mal, wie es läuft. Weil wir haben nicht genügend Zeit, um irgendwas anderes zu machen. Das heißt, wir müssen hier halt wirklich durchsprengen. Das hat uns das letzte Mal ja die Möglichkeit verschafft, da überhaupt erst gescheit hinzukommen. Oh. Okay, wieso seid ihr denn... Ah, nein. Weißt du, dich kann ich halt auch so erledigen. Ah, wie ärgerlich. Nein, ich hab das... Ah, was tue ich denn? Ich bin gerade im Unkonzentriert. Ich sollte einfach... Die 5 Missionen hintereinander zu spielen, ist einfach ein bisschen zu viel. Muss ich sagen, ich sitze jetzt halt auch schon die ganze Ewigkeit dran. Ich mache nach der Mission, denke ich, auch Schluss. Dann machen wir den Boss noch bei der nächsten. Ich will es jetzt bloß noch ein, zweimal probieren, weil ich glaube, jetzt haben wir es. Und wie gesagt, eigentlich sollte es jetzt nicht mehr so lange dauern, wenn ich keinen Blödsinn mache. Das ist es halt. Ich hätte auch einfach den Links wieder schlafen lassen. Nein, das war ein Blödsinn. Ich starte es einfach nochmal. Ach, so ärgerlich. So ärgerlich. Dass es alles gerade nicht so läuft, wie ich es will. Weil ich habe ja die Strategie theoretisch. Das ist zwar ein bisschen eine merkwürdige Strategie, ja. Vor allem, dass halt mit der Zeit auch gerade eben bloß so reicht. Und ich ein komplettes Gebiet theoretisch auslasse. Da bin ich einfach gerade zu langsam. Das sollte eigentlich auf Gold reichen. So, den nicht wecken. Genau. Oh, es ist halt immer so viel Vorbereitungszeit und da kann dann immer so viel schief gehen. Das hasse ich manchmal in Missionen. Okay, du bist aggro? Nee. Nicht unbedingt. Nein, wieso? Ich hab's doch theoretisch anvisiert. Wieso gehst du... Weißt du, und dann wartet das Pikmin dort irgendwie 3 Sekunden lang, bis es auch ja gefressen wird. Die 2 Bomben dort oben brauche ich schon. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Bomben dort oben überhaupt brauche, aber die brauche ich. Davon nehme ich dann also die Steine schon mit. Wäre natürlich nochmal ein bisschen schneller, die nicht mitzunehmen, aber ich denke, es ist wichtig. Ich darf die 2 Bomben aber halt erst mitnehmen, sobald ich die Kugel geschoben habe. Das ist halt das Problem dran. So, alle mitkommen. Sind alle da, wunderbar. Oh, die kleinen Viecher. Ja, immer ein bisschen gefährlich. Kann ich das Ding eigentlich auch aufmachen? Scheinbar nicht. Lass mich in Ruhe. Oh, es braucht immer so lang. Ich bin mal echt gespannt, ob wir das wirklich auf Gold schaffen.
Bin ich sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie das genau laufen wird jetzt alles. Weil ich habe zwar theoretisch einen Plan, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Plan hundertprozentig aufgeht. Das ist halt das. Sehr schön. Ich finde auch echt gut, dass es immer klappt. Okay, nein, 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 nein. Oh, und das Ding ist auch aggressiv. Oh Gott, nein. Es hat mir den Rücken zugedreht. Jetzt lauf doch. Gott. Oh, das wird... Okay, das könnte... Nein, lauf doch nicht weg. Oh nein. Jetzt muss ich das so besiegen. Oh Mann. Weiß laufende Punktkäfer zu besiegen, ist halt auch so schwer. Nein! Okay, du hast noch keins gefressen. Okay, es geht schon. Ist halt dementsprechend stressig. Das sollte jetzt reichen. Okay, boah. Wie es einfach mal irgendwie nicht läuft. Brauche ich die roten? Das ist wieder die Frage. Es wird natürlich deutlich schneller gehen ohne die roten. Und ich sprenge eh jede Wand. Also nehme ich einfach mal so die blauen mit. Die Dings lasse ich in Ruhe. Roll den Stein runter. Weil die meisten Punktkäfer erledige ich eh halt mit einem Angriff. Das heißt jetzt der Dings. Das heißt jetzt der Sprengangriff oder der normale. Wie gesagt, da spare ich mir jetzt halt ein bisschen Zeit. Okay. Kein Interesse? Dann nimmst du halt die blauen mit. Okay, los geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sehr schön. Ihr holt euch das hier. Und ihr auch nochmal. Alf kann gleich dort bleiben. Ich nehme mir diese eine Bombe mit. Hoffe, dass das so passt. Und warte dann einfach, weil die wachen dann kurz auf, schlafen dann aber auch wieder. So ist die richtige Reihenfolge, würde ich sagen. Dann kann ich nämlich schönerweise dann gleich die Bombe direkt in die Mitte werfen. So wie es auch irgendwie gewollt ist. Okay. Die schlafen alle wieder? Nee, die sind alle noch wach, aber jetzt sollten sie... Nein, wieso kommst du denn zu mir? Was ist dein Problem? Ach. Okay, er geht wieder. Wieso sind die Punktkäfer hier irgendwie so aktiv? Auch der Dings ja immer wieder. Der andere. Der ist ja auch, der Orangene. Der ist ja auch immer ziemlich aktiv. Das war sehr schön. Die können wir dann gleich noch mit den Dings erledigen, mit dem Stein. Die drei, ich hoffe, das passt. Und weg, 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 okay. Oh, der ist dabei aufgewacht. Aber er blickt's nicht. Okay, er pennt wieder. Letzte Minute. Er sollte in meine Richtung gehen, es sollte reichen. Okay, ja. Tut es. Wir haben noch 20 Pikmin und das muss jetzt reichen. Ich bin mir nicht sicher, ob es tut. Ich hoffe es einfach mal. Ansonsten habe ich ein riesengroßes Problem. Alle dort unten. Nein, es reicht nicht. Oh, wie schade. Wie schade es einfach ist. Da hinten ist noch einer. Ob das reicht? Nein! Es ist ein Punkt und... Da ist noch ein Punktkäfer. Oh. Yes, Gold. Mehr wollte ich nicht. Mehr wollte ich nicht. Oh Gott. Ich habe irgendwo ein Pikmin vergessen. Aber jetzt müsste ich theoretisch das Tor noch durchsprengen, was ich ja nicht mehr habe. Und dann die ganzen Viecher noch. Aber nee. Keine Ahnung wie. Keine Ahnung wie. Da muss ich irgendwie sehr viel schneller sein. Da muss ich halt zuerst nach oben, so wie ich es am Anfang gemacht habe, mit 20 Pikmin nach oben und dann nach unten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das, wie das reichen soll. Irgendwas ist mit dieser Box. Irgendwas ist mit dieser Box. Die muss ich, glaube ich, mit dem Pikmin dann aufmachen. Und dann geht das. Aber ganz ehrlich, ich bin da vollkommen zufrieden mit Gold. Arg viel mehr will ich da gar nicht haben.
Sehr, sehr schön.